So, Freunde. Ja. Ich habe ein Problem, im Sommer frische Lebensmittel irgendwie zu kaufen, weil ob Obst oder Gemüse. Jetzt guckt euch mal diesen Paprika an, ne? So. Ich halte das jetzt extra mal so, ne? So habe ich das gekauft gestern im Supermarkt, ne? So, komm zu Hause an, will mir heute einen Salat machen und sehe dann von innen. Ja, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich mache es mal auf. Ne, guckt es euch mal an. Habe ich gestern gekauft, ne? Guckt es euch mal von innen an. Komplett von innen verschimmelt, okay? Ich weiß nicht, hat man das erkannt? Ja, ne? So. Ja. So, dann wurde mir der Appetit natürlich sofort verdorben. Und bei Schimmel wisst ihr ja, ne? Also die Stellen abschneiden und so bringt nichts, ne? Also hütet euch davor und ich warne euch irgendwie, weil das haben Eltern gerne mal gemacht, immer so die Stücke, wo Schimmel war, abzuschneiden. Schimmel überträgt sich über Sporen und wenn da innen ein Stück verschimmelt ist, ist eigentlich das ganze Ding unbrauchbar. Also hütet euch davor, ein Stück abzuschneiden, den Rest zu essen, weil das kann dann üble Folgen haben, ne? Magen-Darm und so. Dann liegt ihr vielleicht mal eine Woche oder zwei Wochen flach. Das kann sich keiner. Das habe ich auch aus dem Müll jetzt wieder rausgeholt, um das zu filmen. Das war schon im Mülleimer, aber das habe ich heute erst entdeckt. Das heißt, teilweise erkennst du gar nicht von außen. Von außen war das Ding komplett rot, alles war in Ordnung. Ich dachte, boah, Paprika kann ich in meinen Salat reinballern und so. Und beim Schneiden habe ich gemerkt, dass es von innen am Faulen ist. Und das gleiche gilt auch für Granatäpfel, für was weiß ich, irgendwelche Salatsorten und Gemüse und teilweise sieht es von außen gut aus und auf einmal ist drin Schimmel. Vor allen Dingen in diesen sehr heißen Sommermonaten, Juni, Juli, August. So, jetzt gehe ich her, das habe ich auch vor ein, zwei Jahren mal irgendwie in einem Video erwähnt, als Beispiel, ja, um irgendwie auf meine Vitamine zu kommen, ist auch sehr teuer. Das habe ich zum Beispiel von Real gekauft, ja, Granatapfelsaft, 750 Milliliter, hat gekostet 3 Euro und kurz mal probieren. Man schmeckt, dass es Granatapfel ist, aber man schmeckt auch, dass es sehr bitter ist. Und ich habe so eine kleine Befürchtung und ich weiß nicht, inwieweit. Ich meine, solche Produkte werden ja auch teilweise hier auch Orangensaft. Ich kaufe, also im Sommer kaufe ich keine frischen Orangen mehr, weil wenn du die Orangen in den Kühlschrank reinballerst, dann verlieren die ihren Geschmack bzw. verfallen so komisch. Wenn du die draußen lagerst, verschimmeln die innerhalb von ein, zwei Tagen weg. Auch 100% Direktsaft, ja. Wie gesagt, das ist auch keine Produktplatzierung oder so, ne? Das sind random irgendwie, das eine ist von Lidl, das andere ist von Real, also ich werde jetzt nicht dafür bezahlt. Ich finde, den Orangensaft kann man sich noch geben. Aber zum Beispiel bei diesem Granatapfelsaft schmeckst du, dass ein Teil von der Schale wohl irgendwie mit in den Saft reingekommen ist. Und genau da fängt mein Problem an. Man weiß ja, dass bei Obst und Gemüse auch Pestizide eingesetzt werden und ich habe auch in so Supermärkten gesehen, wenn die zum Beispiel ganze Orangen zu Saft verarbeiten, es lässt sich halt nicht vermeiden, dass du da irgendwie ein Teil von der Schale mit in den Saft reinkommt. Die Frage ist nur, ob die Lebensmittelbehörden da irgendwie ganz genau hingucken oder nicht. Wie auch immer, meine Sorge wäre einfach, dass wenn du so Säfte kaufst, als Beispiel, ne, damit du jetzt nicht, zum Beispiel Juni, Juli, August, die drei Monate, wo es wirklich teilweise über 30, 35, 40 Grad wird, gehe ich schon mittlerweile, Erdbeeren zum Beispiel kannst du dir auch nicht gönnen, weil entweder musst du eine ganze Schale direkt am ersten Tag wegessen, was jetzt auch nicht unbedingt mein Ding ist, weil ich esse dann gerne mal so eine Handvoll oder so, ne, oder 10, 15 Stück und den Rest will ich dann für nächsten und die schimmeln auch. Die sind teilweise schon verschimmelt in den Regalen. Und wenn du die nach Hause bringst und dann nochmal einen Tag lagerst, dann sind die komplett weggeschimmelt und so. Deswegen, ich find's halt schade, dass viele Obst- und Gemüsesorten einfach wegschimmeln im Sommer. Jetzt ist halt die Frage, ne?
diese Pestizide sind ja auch, die wirken sich zum Beispiel bei Männern, ne, bei Männern auch auf die Reproduktionsfähigkeit, ne? So, ich habe mir auch so Sendungen angeguckt, so seit 1970, ja, also circa vor 50 Jahren, waren die Männer um einiges fruchtbarer, sagen wir es mal so. Die Fruchtbarkeit hat extrem abgenommen und unter anderem wurden auch sowas in Frage gestellt. Zum Beispiel, wenn du so eine Orange selber schälst, ne, du kannst ja zum Beispiel vorher die Orange vielleicht mal so oberflächlich mal ein bisschen waschen und dann mit so einem Tuch irgendwie abschmieren und dann halt darauf achten, dass wenn du die Orange so aufmachst, dass du dann mit den Fingern jetzt nicht in das Fruchtfleisch reinkommst oder in das Innere der Frucht, dass du das so, ohne das zu kontaminieren, irgendwie dann verzehrst. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so ein bisschen Hypochonder bin, so, dass ich so übertreibe. Aber andererseits denke ich, ey, das wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt so eine Flasche leer trinke, keine Wirkung haben. Aber wenn du das über Jahre irgendwie falsch machst und dann über Jahre irgendwie, ja, diese ganzen Schadstoffe, viele Obstsorten werden ja auch mit Wachs irgendwie eingeschmiert, ne? So, wisst ihr ja, ne? Damit die länger halten, so, zum Beispiel Apfel, Orangen und so. Die werden ja mit so komischem Zeug eingeschmiert, damit das irgendwie... Ich habe teilweise Äpfel gekauft, die irgendwie... kennst du, wenn du manchmal so eine große Packung kaufst? Ich bin jetzt... Ihr müsst halt wissen, so, ich esse Apfel, weil es gesund ist, aber nicht unbedingt, weil es mir mega... Ich finde Apfel manchmal zu süß und manchmal zu groß, ja? So, dann kann das sein, zum Beispiel auch im Herbst, Winter kaufe ich mir dann... Oder Spätsommer, sagen wir es mal so. So ein Netz... Äpfel und dann lässt du die teilweise mal so die Reste, ne? So sagen wir mal, die letzten zwei Stück bleiben da teilweise 3-4 Wochen liegen und sind immer noch relativ frisch, wo ich mir denke, ey, wie kann das sein, ne, dass das Zeug so lange hält, ne? Und dann, wenn man sich ein bisschen genauer damit befasst, so viele Äpfel, Orangen und was auch immer werden ja auch mit so Schmiermittel, Wachs, mit was auch immer eingeschmiert, damit sie länger halten. Ja, am Ende des Tages... Es gibt ja auch viel die Diskussion, ja, wer vegan und vegetarisch lebt, der lebt halt gesünder. Ja, so rein theoretisch könnte es hier und da sein, aber am Ende des Tages, je mehr Obst und Gemüse du zu dir nimmst, desto mehr eventuell Pestizide und sonstige Wachse und was weiß ich, was die nicht da alles drauf und rein schmieren und so. Also ich habe mittlerweile das Gefühl so... Vielleicht bin ich ja auch Hypochonder oder was, ich weiß es nicht, dass man teilweise auf nichts mehr zurückgreifen kann, ohne sich mit irgendwas zu kontaminieren, ne? Ja, und besonders schlimm finde ich es halt jetzt, wie gesagt, die 3 Monate Juni, Juli und August, ne, weil alles sofort wegschimmelt. Ich meine, wir hatten jetzt Glück, dass ungefähr eine Woche so ein bisschen kühler geworden ist, aber vor einer Woche, da wo wir die 35, 36 Grad geknackt hatten, oder 34, ich weiß nicht, auf jeden Fall weit über 30 Grad, gefühlt, du hast eine Banane gekauft, die war teilweise noch so fast grün noch und dann hast du die hier einen Tag zu Hause liegen, am nächsten Tag kannst du die nicht mehr essen, so. Bei Bananen zum Beispiel finde ich es auch schlimm, ne, so die reifen ja noch teilweise nach, ne, so, dann kaufst du ein, zwei Bananen, die sind irgendwie ein oder zwei Tage später, kannst du die gar nicht mehr essen. Und, naja, finde ich ein bisschen schwierig. Okay, Wassermelone ist was anderes, ne? So eine Wassermelone ist ja, ne, so relativ geschützt. Auch so hier, wie heißen diese Guantalupe-Melonen und so, ne? Die sind ja auch relativ schnell aufgebraucht. Das heißt, du machst zwei Hälften. Die eine Hälfte isst du dann an dem einen Tag und die andere Hälfte vielleicht am nächsten Tag. Ich tue dann auch, wenn ich sie im Kühlschrank lagere, tue ich sie in, also diese Melonen und so, ne? Auch zum Beispiel diese Säfte. Tue ich teilweise, die benutze ich dann eh, diese Mülleimertüten, ne? Die tue ich dann zum Beispiel hier so drumherum, damit das einigermaßen luftdicht ist, ne? Dass da jetzt nicht vom Kühlschrank noch irgendwelche anderen Düfte und Spuren noch mit in die Flasche reinkommen. Ich bin da so ein bisschen Hypochonder, was sowas angeht, so. Keiner, ich übertreibe wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, jedenfalls, auch hier, zum Beispiel guckt euch das mal an. Habe ich mir auch bei Real gekauft, ziemlich teuer auch, ne? Ne, Ananas sind so 4-5 Ringe gewesen für 1 Euro ungefähr in so einer Dose. Ich habe auch den Fehler gemacht, ey, was ich für einen Fehler gemacht habe. Die Ananasstücke kannst du ja essen, aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was da genau drin ist, ne, an Saft, ne. Und an dem Tag, wo ich diese Ananasscheiben gegessen habe, habe ich auch das Wasser mit leer getrunken und das war gar keine gute Idee. Ich habe auch direkt gemerkt, Bauchschmerzen, ey, das ist so ein bisschen schwierig, so mit Obst und Gemüse im Sommer ist echt schwierig, Alter.
Ne? Ich habe noch eine komplette Dose, ne, ein oder zwei Dosen habe ich noch. Also sowas kaufe ich teilweise nur noch in Dose, aber das Wasser dann am besten nicht mittrinken, weil ich glaube, da sind auch Konservierungsstoffe oder was auch immer drin. Ich weiß es nicht, meine Freunde. Ich halte das mal in die Kamera, weil ich glaube, zu Hause in Ruhe kann man Pause drücken und mal durchlesen, was da steht. Ja, so gehe ich mit meinem Obst und Gemüse um. Teilweise ist es gut, zum Beispiel bei dem Saft schmeckst du jetzt nichts Bitteres raus. Ich glaube, das ist relativ gut gewesen, so vom Reinheit, vom Geschmack her. Man schmeckt echt nur Orange, es steht ja auch 100% Direktsaft. Und bei dem Granatapfelsaft hier, ich würde gerne Granatapfelsaft finden, was diesen bitteren Schalengeschmack nicht hat. Dass du wirklich nur, aber wie schwer ist das denn, wenn du das mit der Hand aufmachst? Und ich habe so oft Granatäpfel gekauft beim Türken, bei Lidl oder bei sonst irgendwo. Wenn du zu Hause aufmachst, ist auch so Überraschungseffekt. Genau wie diese Dings hier, ne? Dieses Paprika. Ne? Von außen kann das teilweise noch gut aussehen. Auf einmal machst du auf, innen drin zermatscht, verschimmelt. Und vor allen Dingen ist auch teuer, ne? Wenn du schon Geld ausgibst, willst du auch was davon haben. Auf einmal machst du zu Hause auf, vollkommen verschimmelt von innen, ne? Konzentrat. Aus Granatapfelsaftkonzentrat. Ja, siehst du, das habe ich überlesen. Granatapfelsaft. Aus Granatapfelsaftkonzentrat. Ja, siehst du, da haben wir schon ein Problem, Alter. Das hier ist Direktsaft, diese Orange. Das da ist Direktsaft, das ist aus einem Konzentrat. Trotzdem schmeckt man irgendwie von der Schale diese Bitterheit mit raus. Naja, habt ihr irgendeine Lösung? Wie macht ihr das mit eurem Obst und Gemüse? Also wie gesagt, schwierig. Die 3 Monate im Sommer sind schwierig. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Also ich habe bei vielen Obstsorten auch das Gefühl, wenn die da Saft draus machen, dass da diese kontaminierte Schale irgendwie da mit in den Saft reinkommt, weil das schmeckst du manchmal teilweise raus. Bei manchen Sorten nicht, bei manchen Sorten schmeckst du das. Wie macht ihr das mit eurem Obst und Gemüse im Sommer, damit das nicht so schnell wegschimmelt? Gut, ich habe auch geguckt, dass ich in letzter Zeit wirklich alle 2 Tage einkaufen gehe, weil früher, so im Winter kannst du echt einmal die Woche einkaufen gehen, ne? Holst du für eine ganze Woche, das hält ja auch, ist kalt, kühl, so verschimmelt nichts oder sehr selten. Aber so im Sommer, ich gehe mittlerweile alle 2 Tage, spätestens alle 3 Tage einkaufen, weil so lange aufbewahren kannst du die Dinger nicht. Habt ihr irgendeine Lösung? Wie macht ihr das? Holt ihr noch im Sommer ganze Obst, Tüten, Kisten, Netze oder wie auch immer? Oder steigt ihr auf Säfte, so wie ich, um? Schreibt mal ein bisschen was in die Kommentare. In diesem Sinne, folgt mir auf Twitch, Facebook und Instagram. Alle Links in der Videobeschreibung, meine Freunde. Wir sehen uns.